Und warum wird diese Antwort mehr Werbung machen? Immer dümmer. Ja, sie kriegen dafür ein, zwei Freundschaftspunkte. Aber warum wird das immer unzeitgemäßer? Nun, weil die klassische Werbung, vor allem die klassische Fernsehwerbung, an Wirkungsgrad verliert. In den 80er Jahren, als das Privatfernsehen kam, da waren das Gelddruckmaschinen. Ja, RTL hat sich dumm und dusselig verdient, weil die großen Konsumgüterhersteller wie Procter & Gamble und Unilever dort geworben haben und die Leute haben gekauft. Und da haben die mehr geworben und da haben die Leute noch mehr gekauft. Weil damals verschiedene Dinge neu waren. Es kamen Filme, die man vorher nicht sehen konnte im Fernsehen. Es kamen Shows, die es vorher nicht gegeben hatte. Sie erinnern sich vielleicht noch an Tutti Frutti. Tutti Frutti. Ja, so etwas, das hatte man im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, hatte man das vorher nicht im Angebot. Ja, das hatte man nicht im Angebot vorher, sowas. Dann haben die ganzen Sexfilmchen, haben sie dann noch durchgenudelt, ne? Im Privatfernsehen. Da fanden die Leute das noch interessant. Völlig verschwunden, ja, völlig verschwunden. Interessiert halt kein Menschen mehr. Ja, aber das waren die 80er Jahre. Da war das neu, da war das interessant, da war das spannend. Und da haben die Leute sich die Werbung auch noch angeguckt. Heute guckt sich das keiner mehr an. Die Leute schalten um, die Leute schalten den Ton weg. Zapping nennt man das. Zapping nennt man das. Henry Ford hat gesagt, 50% der Werbung sind rausgeschmissenes Geld. Ich weiß bloß nicht, welche Hälfte. Heute gilt, 99% sind rausgeschmissenes Geld. Die Streuverluste sind immens. Immens, immens, immens. Deswegen haben ja diese Social Networks diesen Charme. Ja, weil man hier Zielgruppen segmentiert, die Leute ansprechen kann. Deswegen haben wir ja längst eine Zersplitterung in das sogenannte Spartenfernsehen, weil man hier, wenn man dann Sender hat, sagen wir mal nur für Gartenfreunde oder nur für Hundehalter, dann kann man natürlich Zielgruppen segmentiert die Leute ansprechen und die Streuverluste sind geringer. Ja, das ist ein Riesenproblem, die Streuverluste. Und sie konkurrieren mit Tausenden von anderen Impulsen. Und viele Leute haben sich wie unter so einer Käseglocke abgeschottet gegen diese Impulse. Die nehmen das schon gar nicht mehr wahr. Und das ist ein Riesenproblem der klassischen Werbung. Deswegen haben große Unternehmen, die vorher Millionen investiert haben, teilweise auch schon umgeschichtet, Richtung Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel, weil das besser funktioniert.